Gewalt erfahren vor allem auch Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern in Libyen. Seit die libysche Küstenwache weniger Boote nach Europa lässt, wir haben es gerade im Beitrag von Mathilde Schwabeneder gehört, hat sich die Lage noch verschlimmert. Schockierende Aufnahmen des US-Fernsehsenders CNN zeigen nun, dass Flüchtlinge dort wie Sklaven versteigert werden. UN-Generalsekretär Guterres zeigt sich entsetzt und Frankreich fordert eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Mit versteckter Kamera drehen die Reporter diese Szenen in Libyen. In einem Hinterhof werden Flüchtlinge zum Verkauf angeboten. Starke junge Männer für die Landwirtschaft. 400, 700, 800 Dinar bieten die Interessenten. Am Ende werden diese zwei Männer für umgerechnet 750 Euro ihrem neuen Besitzer übergeben. Die Bilder der mutmaßlichen Sklavenauktion gehen um die Welt und sorgen für Entsetzen. In zahlreichen Städten wie hier in Paris protestieren Tausende gegen die systematische Misshandlung von afrikanischen Flüchtlingen in Libyen. UNO-Generalsekretär Guterres fordert die zuständigen Behörden auf, umgehend Untersuchungen einzuleiten und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Sklaverei hat keinen Platz in unserer Welt. Diese Handlungen zählen zu den ungeheuerlichsten Missbräuchen und kommen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleich. Auch Flüchtlinge, die inzwischen aus Libyen in ihre Heimatländer zurückgeführt wurden, berichten von Sklaverei. Sie kaufen dich. Zuerst wirst du festgenommen, dann verkaufen sie dich wie ein Schaf und du arbeitest wie ein Sklave. Afrikanische Staaten wollen auch Europa in die Pflicht nehmen. Sie verlangen, dass die Menschenrechtsverletzungen in Libyen nächste Woche beim Gipfeltreffen afrikanischer und europäischer Regierungschefs thematisiert werden.